Das Coronavirus lässt die Welt zum Stillstand kommen. Das öffentliche Leben kommt so gut wie zum Erliegen. In ganz Europa werden Autofabriken geschlossen und die Produktionen stehen still. Ein harter Dämpfer für die Zulieferer, vor allen Dingen in dieser Branche. Die Fußball-Europameisterschaft, die wird verlegt auf 2021, so viel steht fest. Die Fußball-Bundesliga startet vielleicht am 2. April mit sogenannten Geisterspielen und so können zumindest die Fußballfans ihren Sport wahrscheinlich im Fernsehen verfolgen. Wie sieht es aber aus im Motorsport? Der Auftakt der Formel 1 in Melbourne, der wurde kurzfristig abgesagt und auch die Rennen in Bahrain, Hanoi und Shanghai sind auf Eis gelegt worden. Die 12 Stunden von Sebring sind auf November verschoben worden. Auch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wird auf den 24. bis 27. September verschoben. Das Bosch-Hockenheim-Historik-Wochenende wird auf unbestimmte Zeit verlegt, denn eine Verordnung besagt, dass alle Publikumsveranstaltungen bis zum 15. Juni dort abgesagt werden müssen. Hoffnungen für die Rennen ab Mai, wie zum Beispiel der Historic Grand Prix in Monte Carlo, schwinden auch so langsam. Und so bleibt nur erstmal die Hoffnung auf Veranstaltungen, die später im Jahr stattfinden, wie zum Beispiel der Oldtimer Grand Prix am Nürburgring am 7. bis 9. August oder das Festival of Speed am 12. Juli und das Goodwood Revival am 11. bis 13. September, was die Thematik historischer Motorsport betrifft. Auch im Motorsport geht es um die Wirtschaft und nicht nur um das Hobby einiger Herrenfahrer. Am Motorsport hängen zehntausende Jobs, die verteilt auf viele Rennstreckenbetreiber, Teams und Meisterschaften nun am seidenen Faden hängen. Mechaniker, Teamchefs und Ingenieure warten, ob ihr Job eine Zukunft hat und wie lange die Durchstrecke ohne Veranstaltungen anhält. Im Moment sind es nur Spekulationen und Hoffnung, wann es richtig weitergehen wird. Ob bis dahin alle diese Zeit ohne Insolvenz überstehen können, müssen wir abwarten. Denn für viele Teams wird es hohe Einbußen aufgrund der Absagen geben. Wahrscheinlich wird der Motorsport maximal zur zweiten Saisonhälfte starten. Das bedeutet aber auch, dass die Veranstaltungen, die jetzt verlegt werden, sich mit anderen Events überschneiden werden. Zum Beispiel im historischen Motorsport hat man dann die Qual der Wahl. Für die Teams aber wird das heißen, dass wahrscheinlich nur halb so viele Rennen gefahren werden wie ursprünglich geplant. Es kommen harte Zeiten für das ein oder andere Team. Wir drücken die Daumen, dass die Krise nicht allzu lange andauert und es alle überstehen. Bis dahin, bleibt gesund.